Herzlich willkommen zum offiziellen Foodlovschen Geburtstagsvideo, denn ich habe heute Geburtstag. Hey! Und da gibt es einiges zu quatschen. Ich dachte mir, wir machen mal wieder ein Laber-Video. Ich zeige euch ein bisschen, was ich geschenkt bekommen habe. Und ich habe auch Pakete von euch bekommen. Und die packen wir auch aus in diesem Video. Sprich, es gibt mal wieder einiges zum Auspacken. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hurra! Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen seriöser. Ja, ich habe heute Geburtstag und für die, die es nicht wissen, ich bin unglaublich alt geworden. 35 Jahre alt. Ich fühle mich zwar manchmal wie 12, manchmal aber auch wie 60. Von daher, ja, 35 ist irgendwo die Mitte des Ganzen. Ja, heute ist Geburtstag und ich habe tatsächlich, scheiß Rosa hat mich gerade schon direkt gestochen, ich habe jetzt gerade Bock, ein kleines Video dazu zu machen. Und zwar ein bisschen labern. Einfach nur so ein bisschen quatschen und ich weiß, dass ihr Auspackvideos mögt, deswegen packen wir ein bisschen was aus. Ich habe nämlich auch von euch Post bekommen, was ich jetzt einfach mal als Geburtstagspost interpretiere. Tatsächlich sind da auch ein, zwei, ich sag mal, Scheißding, gedachte Geburtstagsgeschenke bei. Die anderen sind, glaube ich, nur Zufall. Ich glaube nicht, dass die meisten von euch wussten, dass ich Geburtstag habe. Von daher muss ich auch nicht drüber reden, sonst sieht das so aus, als ob ich nur Glückwünsche abstauben will. Dem ist selbstverständlich nicht so. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, was ich so bekommen habe. Ich fange mal mit etwas an, was ich zum Geburtstag bekommen habe von meiner Freundin. Und zwar, das habe ich mir schon länger gewünscht und ich habe das jetzt bekommen und ich finde es sehr, sehr cool. Und zwar eine Schüssel von Vapiano, die offiziellen Vapiano-Schüsseln von Villeroy und Boch. Jetzt denkt sich manch einer, und ich sage nur so, yeah. Es gibt Nudelschüsseln, es gibt da Salatschüsseln von, das sind jetzt die Salatschüsseln, aber nur, weil die richtig schüsselartig sind. Die Pasta-Schüsseln von denen, die sind ein bisschen flacher, aber ich wollte genau diese hier haben. Die kriegt man auch in der Größe ungefähr im Laden und ich finde das Design einfach großartig. Sie gefallen mir sehr, sehr gut. Da sind zwei Stück von drin, da kann man richtig geil so Pasta raus essen oder was weiß ich was. Kann man natürlich auch einen Salat drin machen oder Müsli oder irgendwas, ein großes Müsli oder Porridge. Die sehen einfach richtig geil aus und ich mag die Sachen von Villeroy & Boch. Tatsächlich sammle ich Tassen von denen. Habe ich jetzt schon Jahre nicht mehr gekauft, aber ich habe sie mal gesammelt und ich habe unter anderem das bekommen. So, schon mal sehr, sehr cool. Dann komme ich jetzt mal zu etwas, was ich von meiner Mama bekommen habe. Die hat mir ein bisschen Geld gegeben. Unter anderem hat sie mir auch etwas geschenkt, wobei ich mir das einfach gewünscht habe. Sie sagte, kauf dir was und ich habe mir das etwas gekauft. Und zwar für die Switch Ring Fit. Nee, wie heißt es genau? Ring Fit Adventure. Es ist irgendein Spiel, wo man sich einfach so ein bisschen sportlich betätigen kann. Jetzt keine Gewichte heben. Es ist halt einfach ein Spiel, woran man Spaß hat und einfach sich ein bisschen bewegt. Ich habe ja nach wie vor Homeoffice wegen Corona. Und ich vergammel echt nur noch in der Hütte. Ich kriege langsam Rappel. Natürlich geht man mal kurz raus, aber vorher bin ich, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, ich natürlich morgens raus, bin zu meinem Auto, bin zur Arbeit gefahren. Und das ist jetzt auch nicht viel. Ich bin ja wenigstens zum Auto gegangen, bin dann vom Auto ins Büro gegangen, habe mich da auf den Stuhl gesetzt und auf der Arbeit mal ein bisschen bewegt oder dann mal in der Pause zum Netto gegangen. Und nachher, wenn man zurückkam, ist man auch mal vielleicht kurz durch die Stadt. Und jetzt, wo ich Homeoffice habe, ich hock fast nur noch in der Hütte. Ich kriege so einen Anfall. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ins Fitnessstudio will ich ehrlich gesagt auch nicht gehen, weil es einfach eklig ist. Also was heißt eklig? Ich gehe normalerweise ins Fitnessstudio, ich mache zu Hause ein bisschen Übungen, aber ich will nicht mehr hingehen, weil einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht melde ich mich ab. Ich habe keinen Bock, dass die ganzen Leute da rumhusten. Ich sehe Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, die machen richtig so und greifen alles dran und so richtig. Es gibt so eklige Menschen in Fitnessstudios und ich habe da echt keinen Bock drauf. Das ist einfach nur widerlich. Und deswegen hier dann für ein bisschen mehr Bewegung zu Hause noch ein Spiel. Das kombiniert quasi eine Leidenschaft von mir mit sportlicher Betätigung, nämlich Videospiele. Ich bin ein Videospieler. Ich habe schon unglaublich viel Geld da reingesetzt, mein ganzes Leben. Und es ist absolut mein Ding. Foodlovs größtes Hobby für die Notizliste, wenn ihr das wissen wollt, Videospiele. Und Videospiele, wohlgemerkt PC habe ich zwar auch mal gehabt, was zum Zocken, aber meistens nicht. Ich habe einfach keinen PC. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mir bald mal wieder einen kaufe. Mal so ein 900 € PC vielleicht. Kann ich auch zum Videoschneiden benutzen und ja, mal gucken. Aber eigentlich eher Konsolen. Ich habe alle Konsolen, schon immer. Alle, die es gibt. Und ja, dafür das Ding. Deswegen herzlichen Dank, Mom, nochmal an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zu einem Paket, was ich von jemandem von euch geschickt bekommen habe. Und zwar vom Luca. Herzlichen Dank an dich. Ich glaube nicht, dass es ein Geburtstagsgeschenk war, denn er hat mir vorher gesagt, was drin ist. Wir gucken da jetzt mal kurz rein. Also er hat mir schon eine E-Mail geschrieben. Wir gucken da jetzt mal kurz rein. Ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich glaube, irgendwas mit Kaffee war das.
Genau, ich glaube, das war auch irgendwas mit Höhle des Löwen. Pilze und Kaffee. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das ist. Das sind einfach nur so zwei kleine Aufmerksamkeiten. Instant-Kaffee, Chaga-Extrakt, das ist irgendein Pilz, glaube ich. Nee, das ist ein Pilz. Lion's Money-Extrakt, Vanille-Aroma. Irgendein Kaffee mit Chaga-Extrakt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen und werde euch dann was dazu sagen. Keine Ahnung, was es ist. Was war das hier nochmal? Elimba, fantastisch schokoladig. Was war das? Er hat es mir doch geschrieben. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, es tut mir leid. Oh, das packe ich jetzt noch. Ist das Schokolade? Ist das ganze Ding ein Schokoladenbrocken? Hallöchen. Ich packe das jetzt nicht aus, weil es mir sonst gleich auseinanderfällt. Wobei, ihr wollt es ja wahrscheinlich sehen, ne? Ich gucke jetzt mal kurz rein. Ist ja wie ein Geburtstagspresent, da kann ich es auspacken. Alter, was ist denn das Perverses? Oh, das riecht aber geil. Das sieht wie so ein gigantischer Tartuffe aus. Ich plane ein Video, in dem ich mal einige Sachen durchtesten werde. Da kommt das dann vielleicht auch vor. Bis dahin lasse ich das jetzt erstmal hier so stehen. Oh, Moment, bevor es langweilig wird. Ja. Okay, Moment. Okay. Dann noch eine kleine Aufmerksamkeit, die ich auch von meiner Freundin bekommen habe. Sehr, sehr cool. Und zwar das hier. Ihr wisst ja, ich liebe Avocados. Ich vergöttere Avocados, um es so zu sagen. Und das hier ist Pfeffer- und Salzstreuer in Avocado-Look. Kann man auch zusammenpacken. Ist das nicht großartig? Guckt es euch mal bitte an. Absolut fantastisch. Sollen mein geliebtes Hühnchen Salzstreuer quasi ablösen? Schatz, kannst du mir mal ganz kurz diese Hühner-Salzstreuer geben? Der steht oben drauf. Ich möchte euch kurz was zeigen. Es ist absolut traurig. Und ich appelliere an euch, wenn ihr diesen Salzstreuer zu Hause habt, meldet euch bei mir. Ich werde euch keine Wucherpreise dafür bezahlen, aber wenn ihr diesen Salzstreuer zu Hause habt, bitte gebt ihn mir. Denn meiner ist schon so oft runtergefallen und so kaputt. Es tut mir leid, es gab mal zwei Stück. Und zwar Hühner. Das ist jetzt die Henne, das ist der Salzstreuer. Die hat hier so einen Korb. Das rote ist Klebeband, womit ich sie zusammengeklebt habe. Das Ding ist tausendmal auseinandergefallen und ich habe Angst, es noch zu benutzen, sonst fällt es irgendwann auseinander. Dazu gab es noch eine andere Figur, das war der Pfefferstreuer, quasi der Hahn. Und das ist jetzt hier die Henne. Die geilsten Salzstreuer und Pfefferstreuer, die es jemals gab. Wenn ihr sie zu Hause habt, bitte schreibt mir eine E-Mail. der.typ.von.foodlove@gmail.com. Ich will das Ding haben. Schreibt mir. Und solange soll das hier das Ganze ersetzen, denn ich möchte nicht, dass das Ding hier irgendwann mal kaputt geht. Also es ist komplett im Arsch, aber vielleicht fällt es irgendwann so runter, dass es komplett im Arsch ist. Und das soll nicht passieren. Sehr cool. Dann kommen wir zu etwas Weiterem. Und zwar habe ich auch Post von der Maria bekommen. Die hat mir etwas geschickt. Und das muss ich euch jetzt gleich zeigen. Sie hat mir eine liebe Karte geschrieben. Die habe ich hier. Herzlichen Dank an dich. Und brauche ich jetzt nicht vorlesen, natürlich alles Liebe und so weiter. Gesundheit, Freude am Leben, ja, das, da arbeite ich noch dran. Ich glaube, so schnell wird mir das nicht gelingen mit der Freude am Leben. Und sie hat mir einen IKEA-Gutschein geschickt. Und ihr habt euch gesehen, ich war bei IKEA Hotdogs essen. Und da habe ich mir nämlich unter anderem was gekauft, nämlich das, wofür sie mir einen Gutschein, also sie hat mir einen Gutschein gegeben, dann habe ich mir das gekauft. Und zwar neue Stuhlkissen für meine Balkonstühle. 4 Stück an der Zahl, herzlichen Dank. Ist mehr oder weniger perfekt aufgegangen. Also herzlichen Dank für diese schönen Geburtstagsstuhlkissen. Die habe ich mir jetzt einfach mal zum Geburtstag gegönnt. Achso, und da drin war auch noch eine kleine Tüte Weingummi, die hier irgendwo rumfliegt. Ja, dann habe ich eine lustige Aufmerksamkeit vom Klaus bekommen. Das war, glaube ich, nicht für den Geburtstag gedacht. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Amsterdam-Rotterdam-Video und so weiter, wo ich da auf diesem Pier in Rotterdam oder Scheveningen eher gesagt, da Richtung Meer gehe, ne, mit diesem, wo sie an dieser Seilbahn lang fahren. Und da sind mir meine Haare ja so um die Ohren geflogen. Und ihr wisst ja, wie ich mich immer mit meinen Haaren aufrege. Und da hat der Klaus mir was ganz Lustiges geschickt, einfach als Gag. Finde ich sehr, sehr cool. Klaus, natürlich auch einen schönen Brief. Und zwar Haarklammern. Mit Dinosaurier-Look oder auch Krokodil. Ich habe mich gefragt, ob du die selbst gemacht hast. Wahrscheinlich nicht, Klaus, oder? Ich weiß nicht, kannst du stricken? Also ich kann es nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier sein soll. Extrem geil, eine Avocado. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre, ich würde mich richtig freuen und mir die Dinger in die Haare machen. Aber so werde ich sie einfach als Gimmick behalten, eine Sonne. Guck mal, wie glücklich. Seht ihr? So sieht das aus. Und schon bin ich glücklich. Könnt ihr das sehen? Schon bin ich am Lachen. Hehe. Das ist, glaube ich, ein Affe. Ein Chiba ist das, glaube ich. Ein japanischer beliebter Hund. Eine Karotte.
Dann, ich glaube, eine Zitrone ist nicht, vielleicht eine Pomelo oder Pampelmuse oder so. Und eine Erdbeere. Klaus, herzlichen Dank. Das ist wirklich eine lustige Idee. Als Untersetzer wäre das auch geil. Müssten wir nur ein bisschen größer sein. Vielen Dank, Klaus. Das ist sehr lieb von dir. Klaus wünscht dir endlich ein Video von mir. Ich habe es dir per E-Mail geschrieben. Tu es, tu es, tu es. Ich möchte, dass du dir ein Video wünschst, was ich für dich machen kann. Maria wird übrigens bei dir auch mal wieder Zeit. Also ne, schreib's mal schön in die Kommentare. Unglaublich, ey. Immer nur geben und nicht nehmen. Das ist auch nicht richtig. Ja, ich hab's richtig gesagt. Immer nur geben. Also die geben und nehmen nicht. Das soll nicht sein. So, dann habe ich noch etwas von meiner Ma bekommen. Und zwar ein Buch, was ich mir auch selbst ausgesucht habe. Und zwar Haruki Murakami, wie heißt das Buch überhaupt? After Dark. Tatsächlich ist es so, dass ich mir Bücher kaufe, grundsätzlich immer ohne zu lesen, worum es überhaupt geht. Ich gucke mir an, was mich interessiert, neues Stephen King, neues Haruki Murakami. Und dann gucke ich einfach, ist das gut bewertet, ist das gut, ja, kaufst mir halt. Ich lese mal so manchmal so ein, zwei Sätze durch. Ich habe von den zwei Büchern schon gelesen, Hardboiled Wonderland und das zweite, das habe ich vergessen, irgendwas mit einer Frau. Das war krass geil. Das war gut und ich hoffe, dass das ja auch gut ist. Er wurde ja, glaube ich, auch für den Nobelpreis nominiert. Ich weiß nicht, ob er es letztes Jahr gewonnen hat, den Nobelpreis für Literatur. Einer der bekanntesten Literaturmenschen, Bücherautoren der Welt. Murakami ist Kult, kann ich euch empfehlen. Schwierig zu lesen, aber das ist auch teilweise der Reiz dabei. Danke, Mom, nochmal an dieser Stelle. Dann, das habe ich gerade schon abgefrühstückt. Das ist der Brief von Klaus. Dankeschön, tue ich immer zur Seite. Dann kommen wir noch etwas. Kommen wir jetzt noch zu etwas, was ich von meiner Freundin bekommen habe. Happy Birthday to you. Ich bin nämlich der Bär, vermutlich wegen dem Bart im Gesicht. Oder ich weiß auch nicht warum. Weil ich einfach bärig bin zum Schmusen. Dann habe ich noch etwas bekommen. Das öffne ich jetzt nicht, sonst könnt ihr den QR-Code einscannen und das für euch in Beschlag nehmen. Hoffentlich kann man es hier durch nicht sehen. Das ist ein Gutschein für eine Therme, wo ich mich dann quasi vom Alltagsstress auf der Arbeit und Co., denn ich bin absolut urlaubsreif. Ich habe aber bald auch ein paar Urlaubstage. Ich habe ehrlich gesagt noch 5 Wochen Urlaub dieses Jahr. Keine Zeit dafür, die zu nehmen. Dann ein Gutschein für ja, quasi mich und sie. Für eine Therme, so mit Spaßbad und Cocktailbar im Wasser. Ich hoffe, das wird es zu Corona-Zeit noch geben. Nachts kann man auch dorthin gehen. Massage hier und Co., Dampfsauna und Co., wobei ich kein Saunamensch bin. Mir ist das viel zu heiß. Und vielleicht mache ich es aber trotzdem mal. Und ja, sehr cool. Da freue ich mich riesig drauf. Ich habe mir dazu ein Video angeguckt. Das sieht sehr geil aus. Und vor allem bitte eine Cocktailbar, wo man im Wasser sitzt und Cocktails bekommt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Thermo-Euskirchen wird das sein. Vielleicht kennt das einer von euch. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Dann kommen wir jetzt nochmal zu etwas, noch mal, was ich von euch geschickt bekommen habe. Und zwar, ich wusste das gar nicht, lieber Johann, dass du aus Belgien offensichtlich kommst. Ich habe Post aus Belgien bekommen. Ich finde allein schon respektabel, wie viel Versand er für das Paket aus Belgien bezahlt hat. Läuft bei dir, Johann, läuft bei dir. Spaß beiseite. Also, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Er hat auf jeden Fall sehr gutes Klebeband. Post aus Belgien, ob da wohl belgische Schokolade drin ist, Proteinriegel. Ich war ja schon mal in Belgien, hast du mein Video gesehen, Foodlove in Brüssel. Alter, da gibt es diesen einen Laden, wo du diese, das ist so mit so einer Creme gefüllt, außenrum ist Baiser, um diese Creme. Wie so ein Törtchen und dann ist außenrum nochmal so wie so Schoko, so ein Überzug und da ist so ein Schokosplitter drauf. Das ist so ein Laden an der Ecke gewesen in Brüssel. Alter, mir war so schlecht, weil ich mir 2 Stück hintereinander reingezogen habe und das solche Sahnebomben sind. Alter, so geil. Eines der besten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe, das meine ich so. Also wenn ihr mal in Brüssel seid oder hin wollt, schreibt mir vorher nochmal, ich suche den Laden für euch raus, da müsst ihr hingehen. Das ist so geil gewesen. Also wirklich fantastisch. Und ich meine das wirklich so, das ist eine der besten Dinge gewesen, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Dazu gehört übrigens auch der Cronut von New York, Video auf meinem YouTube-Kanal, Cats Pastrami Sandwich und natürlich das Gurken-Hackfleisch-Gemüse von meiner Mom mit Dillreis. Mom, du kannst einfach am besten kochen. Surprise! Er hat tatsächlich an meinen Geburtstag gedacht. Johann, großartig und rechtzeitig abgeschickt. Hallo Darius, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Genau, welches Geschenk kann man,
kann ich Ihnen? Warum denn Ihnen? Siehst du mich? Was machst du? Hör mal auf damit. Ich streiche das jetzt hier durch. Habe ich einen Gulli? Ich werde das ändern. Schreib bitte das nächste Mal du. Ich bin noch, ich bin schon alt, 35. Ne? Johann, ich bitte dich. Ich bitte dich, nicht sie. Bitte du zu mir sagen. Genieße die und noch viel Glück mit deinem Kanal. Ein treuer Anhänger ihres Kanals. Liebe Grüße, Johann. Johann. Guck mal, was für eine schöne Karte er sich ausgesucht hat. Johann, herzlichen Dank. Allein schon für die Karte. Proteinriegel, großartig. Allerdings ist das wirklich super. Dann gibt es heute zweimal Proteinriegel, denn ich habe nochmal Proteinriegel bekommen, mal so ganz als Insight. Alter, was ist das denn für ein edler Shit hier? Personal Protein? Was ist das denn? Gleich zwei Dinger. Alter, das sieht aber edel aus hier. Das hat ja dann schon was von diesen belgischen Edelpralinen. Johann, schreib in die Kommentare, kennst du diesen Laden, den ich meine? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Er ist halt in Brüssel. Ich habe dir gerade beschrieben, was es da gibt. Da gibt es auch andere Backwaren. Da gab es auch Milchbrötchen und... Wo gab es da auch? War das doch... Gibt es auch Backwaren allgemein, so Brötchen und Co. Alter, was ist das Cooles? Personal Protein. Ich weiß nicht, was es ist. Es sind irgendwelche Proteinriegel. Die werden wir uns in einem Video ausführlich anschauen. Vegane Proteinriegel, diese hier. Das sind normale Proteinriegel. Pretty in Green, oh my freshness. Ich muss da mal ganz kurz reingucken. Totally Hazelnut Protein Bar, 55 Gramm. Die kommen wohl auch wirklich aus Belgien. Oder nee, aus Holland kommen sie. 41 Gramm Eiweiß. Also da bin ich ja mal sehr gespannt. Krass. Das sieht wirklich edel aus. Johann, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an dich für diese Riegel. Und ich bin sehr gespannt. Da wird es auf jeden Fall ein eigenes Video zu geben. Die Dinger sehen sehr, sehr edel aus. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, einmal gibt es sie hier in vegan. Jeweils verschiedene Sorten. Dark Chocolate, Crunchy Almond. Und hier gibt es fünf verschiedene. Pretty Pistazie. Oh, wow. Johann, Dankeschön. So, dann kommen wir noch zu zwei Sachen. Ich habe von meiner Mutter noch etwas mir gewünscht. Und zwar das Disney Hall of Fame. Da habe ich noch eine Bitte von euch. Wenn jemand von euch Don Rosa Nummer 8 zu Hause hat, bitte schreibt mir und bitte zieht mich nicht über den Tisch. Denn ich habe davon tatsächlich, es gibt also Hall of Fame, es gibt verschiedene Hall of Fame Bücher. Das ist zum Beispiel die Nummer 19. Und je nach Disney Autor gibt es dann nochmal eine eigene Zählung für den Autor. Das ist zum Beispiel Hall of Fame 19, Don Rosa Nummer 7. Don Rosa ist mein liebster Buchautor. Holt euch unbedingt Don Rosas Sein Leben, seine Milliarden, die quasi die Biografie von Dagobert Duck. Das Ding hat sogar einen Comicpreis gewonnen. Absolut fantastisch. Das kann man auch als Erwachsener lesen. Es ist großartig. Riesige Abenteuergeschichten, unglaublich toll gemalt. Und das sind eben jetzt quasi Hall of Fame Comics von ihm, von Don Rosa. Wir können ja mal kurz so reingucken. Die drei Caballeros, das kennt ihr bestimmt auch. Guck dich mal bitte diesen geilen Zeichenstil an. Wie detailliert das auch alles ist. Ich liebe diese Dinger. Das ist jetzt quasi, ich mag hauptsächlich Don Rosa. Ich habe nur die Don Rosa Bücher von ihm. Das ist jetzt Don Rosa 7 und das habe ich schon gebraucht gekauft. Ursprünglich habe ich die vor einigen Jahren mal gekauft. Da hat ein Buch Neupreis 17 Euro gekostet. Dann wurde die irgendwann nicht mehr produziert. Das wollte ich mir neu. Ich dachte mir, zum Geburtstag holst du dir nochmal die letzten beiden hier Arschlecken. Entschuldige bitte. Gebraucht hat das jetzt hier schon 30 Euro gekostet. Gebraucht. Und neu hat es 17 gekostet. Und die Version Nummer 8, Achtung, haltet euch fest, 100 Euro soll ich für ein gebrauchtes Buch bezahlen, was vorher mal 17 gekostet hat. So ist das, wenn Sachen nicht mehr verfügbar sind. Aber 100 Euro, oh Mann. Ich meine, das ist echt ein ganz hartes Stück. Aber ich muss dieses Buch haben. Vielleicht habt ihr es zu Hause, schreibt mir bitte. Ich bezahle euch übrigens keine 100 Euro, ich warte, bis das billiger ist. Also das ist echt krass. Also weil so viel Geld bezahle ich nicht für ein Buch. Das muss nicht sein. Und ja, aber fantastisch. Fantastisch. Ich könnte ja mein erstes V&V Nation Album mal verkaufen, was ich mir mal gebraucht gekauft habe. Da hat die CD irgendwie auch Anfang 10 Euro gekauft und ich habe es gebraucht für 30 Euro gekauft. Wer weiß, was die CD jetzt kosten würde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz episch, muss ich sagen. Jetzt kommen wir zum letzten. Und da haben wir noch mal ein bisschen einiges zum Auspacken, denn von meiner Freundin habe ich habe noch nie ein so toll verpacktes Geschenk bekommen. Zwar ist das hier ein Karton mit Hundepapier. Guckt mal bitte an, wie cute die Hunde aussehen. Man kann dieses Geschenkpapier, ich zeige euch das jetzt einmal hier, man kann das Geschenk quasi
auspacken. Das ist also quasi so mit Geschenkpapier eingefaltet. Ja, wie großartig ist das denn? Da gucken wir jetzt mal rein, was sie mir da Schönes geschickt hat. Das sind auch Proteinsnacks, denn sie weiß, dass ich Proteinsnacks mag. Das hier hat sie nicht ausgesucht, das war eine Gratisprobe da drin. God's Heaven Proteinchips, die sind tatsächlich gar nicht mal so unlecker. Sehr schön, dann Birthday, Birthday, Birthday Highlights. Ich freue mich so drauf, sie euch auch vorzustellen. Die KitKat Birthday Cake, wie großartig ist das denn bitte? Ja, ich wollte sie schon immer haben, sie hat sie mir gekauft, herzlichen Dank. Dann den Dedicated Crisper, also wieder Riegel, die ich nicht kenne. Ich bin sehr gespannt. Kennt ihr welche davon? Schreibt es mir in die Kommentare und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ihr Schlingel, es wird Zeit, damit dieser Kanal Ende des Jahres seine 10.000 Abonnenten knackt. Daumen nach oben hilft auch. Herzlichen Dank. Dann nochmal Birthday. Dipped Pretzels mit Birthday Cake Geschmack. Hallo? Ist aus den USA, glaube ich. Manufactured by Starbrands North America Inc. in State Plain, New York. Ah ja, salziges Laugengebäck mit Überzug mit Geburtstagskuchengeschmack. Hallo? Es ist Geburtstag, sie hat es thematisch perfekt gemacht. Dann einer meiner absoluten Lieblingsproteinriegel, den findet ihr auch in meinem Amazon-Shop. Denkt dran, in der Beschreibung ist Link zu meinem Amazon-Shop, wo ich euch meine liebsten Produkte vorstelle. Ich werde das bei Gelegenheit nochmal ergänzen. Der ist da auch drin, und zwar der PhD Birthday Cake Bar. Der ist absolut episch, das Ding. Ein Video gibt es natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Einer der leckersten Proteinriegel überhaupt, kauft ihn euch einfach. Das ist hier nochmal drin. Dankeschön. Dann, sehr geil von ihr auch ausgesucht, der Grenade Biscuit in der Sorte Double Chocolate oder Chocolate. Davon habe ich jetzt nur den Sorte Caramel getestet und das ist einer der besten Süßigkeiten überhaupt. Ich persönlich liebe sie abgöttisch. Die Sorte Caramel Biscuits von Grenade. Jetzt hier die Sorte Double Chocolate, habe ich noch nie probiert. Ich bin sehr gespannt drauf. Es gibt so viele Proteinriegel-Reviews, die ich nachholen muss. Ich habe allgemein so viele Sachen gerade zu Hause, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hinterherkommen soll. Deswegen, ich freue mich ja immer, wenn ihr mir was schenkt, aber ich komme aktuell nicht hinterher. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die ich echt noch nachholen muss. Deswegen seid mir nicht böse, wenn manche Sachen mal länger dauern. Es kommt. Ich habe doch meine Prinzipien. Ich möchte euch auch quasi zeigen, dass ich es, oder ich möchte mich auch erkenntlich zeigen, indem ich eure Sachen zumindest zeige. Das mit dem Probieren kommt auch immer dazu. Manche Sachen eignen sich nicht dazu, ein eigenes Video zu machen. Das müsst ihr auch verstehen. Aber ich werde alles früher oder später auch wirklich dann euch zeigen und auch mal durchprobieren oder meine Meinung zumindest dazu sagen. Da seid versichert. Dann ein neuer von PhD, den ich nicht kenne. Das muss irgendeine Sonderedition gewesen sein. Mississippi Tasse, ach, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen. Tossmodder. Ja, also irgendwie so von so einem Matschlauf da. Toss. Ich kann nicht mal mehr Englisch sprechen jetzt gerade. Ich bin schon so aufgeregt. Das Ding ist auch dabei. Misfit hat sie wohl beobachtet, dass ich mal irgendwo bemerkt hatte, dass ich das Ding lecker fand. Ich habe es komplett vergessen. Sie hat sich's gemerkt. White Choc Salted Peanut. Das könnte auch geil werden. Dann einen Aufstrich mit Birthday Cake. Ein Proteinaufstrich. Nuts and More High Protein Birthday Cake Peanut Butter Snack Pack. 33 Gramm Eiweiß, 21 Gramm Zucker. Ja. Ich glaube, das geht morgen früh aufs Brötchen. Heute Morgen war ich bei meiner Mom zum Frühstück. Grüße an dich, Mom. Danke fürs tolle Frühstück. Und Brötchen beim besten Bäcker Dortmunds gekauft. Leute, wenn ihr in Dortmund seid, geht nach Fischer am Rathaus. Kaufen, 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 kaufen. Ihr wisst, ich bin keiner, der Leuten sagt, wenn er von etwas nicht überzeugt ist, dann sage ich, ja, das könnt ihr machen oder nicht. Aber wenn es Dinge gibt, wovon ich absolut überzeugt bin, dann sage ich, kauf das. Dazu gehört zum Beispiel dieser PhD-Proteinriegel und dazu gehört auch Fischer am Rathaus. Macht es bitte einfach. Keine Diskussion. Da müsst ihr eure Brötchen kaufen. Muscle Farm Protein Cookie Birthday Cake. Die Thematik gefällt mir sehr großartig und etwas, was ich auch schon ganz lange haben wollte. Das letzte hier in diesem Pack. Ich freue mich riesig drüber. Den PhD Birthday Cake Cookie. Ja, wir sind durch. Ich bin durch. Ich sage, das sind viele tolle Sachen gewesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was ihr davon kennt, was euch interessieren würde. Schreibt mir bitte, ob ihr dieses Huhn als Salzstreuer zu Hause habt oder wer es hat. Ich muss sie unbedingt wieder haben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meinen herzlichen Dank nochmal an alle, die mir was zugeschickt haben. Ihr seid großartig. Ja, gib mal. Ich habe ja meinen Geburtstagshut vergessen, aber
Trudi hat natürlich auch noch einen Geburtstagshut. Ach, Trudi sieht ein bisschen zerzaust aus, oder? Hi. Was denn? Man muss ein bisschen albern bleiben. Das ist das, was ich sage. Manchmal ist man 12, manchmal ist man 60. Es hilft dazu, manchmal, wenn man ein Stofftier mit Geburtstagshut hat, um einen manchmal dann doch eher wie 12, wie 12 im Kopf zu halten, als wie 60. Und dazu zählen auch Comics. Comics sind der beste Quell, um jung und fit zu bleiben. Scheiß auf irgendwelche Fitness-Sachen. Geistige Fitness ist die wichtigste. Okay, das war's. Ich freue mich wirklich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche mir noch einen schönen Geburtstag. Ich glaube, wir gehen gleich nach Vapiano was essen. Und ansonsten, wir sehen uns zumindest am 36. wieder. Übrigens, ich habe schon die erste Info bekommen von einem Unternehmen, ich sag noch nichts, die mir einen Weihnachtskalender schenken will. Ich habe jetzt schon wieder Bock auf Weihnachtskalender. Es wird großartig im Dezember. Wir werden wieder viel Spaß mit Adventskalendern haben. Und genügend gequatscht. 25 Minuten ist ordentlich. 26, 27. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Fleißig Foodlove schauen. Macht's gut und ciao.